Moin, hier ist Heini. Jetzt kommen wir zu einem neuen Video. Und zwar, jetzt geht das weiter. Und zwar, ich habe die Ankündigung gemacht, dass ich umbauen werde. Und jetzt geht das los, dass ich diese Wand hier machen werde. Und diese Wand natürlich auch als Lochwand aus Holz mit 2 Milliarden Löcher drin. Ich hatte ja die Schablone hier gebaut. Ne? Und da hat jemand letztens geschrieben, das wird nicht klappen. Und ich glaube, der Daniel hat das mal versucht, was er geschrieben hat. Aber ich weiß nicht, was der Daniel da gemacht hat, wie er es gemacht hat, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall mit der CNC-Fräse schon die Lochreihe gemacht. Dann habe ich eine Hülse hier, die da exakt reinpasst. Ne? Und in diese Hülse passt exakt mein 8mm Bohrer. Und ich wüsste nicht, was da irgendwie verrutschen sollte. Das ist ja wie so eine Dübel leere. Ne? Also von daher, da mache ich mir keinen Kopf. Da machen wir mal sich keinen Kopf, du. Das wird passen, hundertprozentig. Lasst euch überraschen, wir werden es dann gleich sehen. Ich bin ja jetzt dabei, ne? So, du kommst erstmal hier hin. Ich werde erstmal die ganze Suppe abräumen und dann meine MDF-Platte davor. Die Platte muss ich noch kaufen, das werde ich gleich wahrscheinlich machen. Und dann habe ich hier 2 Platten und dann muss ich erstmal, morgen Sonntag, dann kann ich die ganze Zeit bohren. Ne? Puh, das wird wieder Arbeit. Boy. So, dann will ich mal loslegen, ne? Viel Spaß beim Video, ihr Lieben. So, die Wand ist jetzt mal fertig, die ist komplett abgeräumt. Was ich noch machen wollte, ist einmal hier eben ein Stück Holz. Ha, eine Schraube. Weil sonst siehst du das so schlecht. Das ist ja so ein bisschen diese Bits, ne? Oh. Schraube ist raus. Sonst siehst du das immer schlecht, wenn eine Schraube drin ist oder ein Nagel. Und wenn die Platte gleich vor ist, muss ich alles wieder wegriefen. Darum mache ich das so. Die Steckdose mache ich auch gleich neu. Die habe ich erstmal abgeklemmt. Da war ja dieser einfache Dreifachstecker dran. Ne? Da kommt Feucht. Dieser hier, Entschuldigung. Da kommt Feuchtraum-Steckdose auch drauf. Der liegt irgendwo da drunter. Aber egal. So, ich wollte erstmal gerade absaugen hier. Ne? Mit meinem Hightech-Zyklonabscheidersauger. Ich wäre ja nicht heilig, wenn dann alles schief läuft, ne? Oder wenn ich doof bin. Guck mal, ich denke, Mensch, warum saugt der denn nicht das schöne Ding hier, ey? Ey, voller geht da nicht. Geil, oder? Ich bin so eine Nudel, du. Also, Greta, nur für dich, verbrenne ich heute Abend, ne? So, Zyklone sauber. Und jetzt hat er mal wieder richtig Saugkraft. Hab ich ja schön gebaut damals. Hier oben, ich hätte jetzt mehr als 1 Meter nehmen können, aber da wollte ich noch eine Bremse umzumachen, so wie da auch. Und ja, mir fällt, wo ich hier stehe, spontan was ein, was ich machen werde. Eine gute Idee. Da ich jetzt Platz habe, werde ich mir weißes Acrylglas nehmen oder Plexiglas, je nachdem, ne? Und hier LED rein und als Licht. Das war so geplant. War ein Scherz. Leider geplant. Nee, was mache ich? Das sieht doch schon cool aus, ey. Die Blende oben als Licht. Keine Holzblende vor, sondern perfekt, so mache ich das auch. LED-Streifen davor. Fertig. Geil, als wenn er so mut. So mache ich das auch. Habe ich hier auch ein bisschen Licht. Geil. So, jede Ecke auch erstmal eine Schraube rein. So, jetzt geht die Arbeit los. Das muss ich erstmal fixieren.
Das erste Loch ist immer das Schwierigste. Und dann geht er los, ne? Dann nehme ich einen ganz normalen 10er Bohrer eben. 2 10er Dübel und tschüss. Ach ne, den hänge ich einfach hier rüber. Soll ich jetzt rein? So. Ich bin schlau, ey. So, mal gucken. Das wird eine Menge Arbeit. Guck mal, jetzt nehme ich das mal runter. Schon 3 perfekte Löcher. Achso, so die erste Reihe ist fertig. Perfekt! Danach habe ich 7 Jahre Kalorien abgerückt. Ich wollte ja Politiker anrufen, ey. Eine von den faulen Socken. Da habe ich mir aber aufgehängt, aber ich ziehe das durch. Ich will das so haben, ich ziehe das jetzt durch. Mann, du. Boah, da war ich nicht fleißig, oder? Ich würde sagen, das sieht sehr gut aus. Ich mache das noch fertig und es klappt super, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, die Wand muss ja auch noch gemacht werden. Aber ich mache erstmal diese Wand fertig, dass alles hier erstmal dranhängen kann. Das Werkzeug brauche ich ja erstmal, was da hängen soll. Ne? Und da wollte ich mir den Chapter-Werkzeugwagen holen, das blaue, und dahin hängen. Dass alles blau ist, das soll richtig schön diesmal werden. Und hier... Ich mache das jetzt auch fertig und dann geht das los mit dieser kleinen Halterung bauen eben schnell. Dann mache ich hier diesen Video auch noch, damit das schön aussieht. Ja, dann geht dann weiter, du. Ich komme in das Buch der Rekorde, glaube ich, du. Meine Fresse. Ich habe mal ausgerechnet und ausgezählt die Reihe, ne? Das sind insgesamt nur diese Wand jetzt. Die kommt ja noch, ne? Oh mein Gott. 2294 Löcher habe ich hier gebohrt. Krasse. Und ja, die letzte Reihe lasse ich weg, da kommt Stromleitung dahin und so, alles, da braucht nichts hinhängen, eine kleine Leiste kommt da noch hin. Ich wollte die Steckdose anbauen. Da krieg ich Hass. Dieses viel da rein und soll Schwiegervater machen. Habe ich versucht, da haut die Sicherung raus, verstehe gar nicht wieso. Obwohl die Sicherung schon draußen war, FI reingehauen. Klar, da die Erdung auf die blaue getroffen, aber normal ist ja die Hauptsicherung raus. Verstehe gar nicht, warum Licht rausgeht. Naja, ist egal, scheiß drauf. Kriege ich nicht, also das ist so steif, der Draht, ne? Ey, so ein Rotz, ey, das kann Schwiegervater machen, da habe ich keinen Bock drauf. Er ist selbstständig mit Elektriker, da kann er viel besser als ich. So, das ist fertig. Das mache ich danach. Erstmal wird das da jetzt hinkommen. Ne? Dann wollen wir erstmal sehen, wie ich das meine. Aber erstmal, wenn jemand das jetzt erst gesehen hat, was ich gemacht habe, ich habe mit meiner CNC-Fräse so eine Schablone gemacht. Ne? Dann habe ich hier eine ganz normale, so eine aus dem Baumarkt, 10 mm Durchmesser. Ne? Das ist auch 10 mm. Und innen drin ist 8 mm für meinen 8 mm Bohrer und 8 mm Dübeln. So habe ich immer dieselben Abstände. Und dass das hinhaut, zeige ich euch gleich. Ne? So. Das ist jetzt das, wie ich es gemacht habe. Hat super geklappt. Super geklappt. So, 2200 hau mich Typlöcher. Meine Fresse. Ich werde jetzt als erstes mal eben das hier hinpacken. So, da kommen wir mal. Eine Mini-Planänderung. Ich wollte eigentlich ein Brett machen, wo das drauf kommt, ne? Aber mache ich nicht.
nicht so hauen, Heini. Ich werde das ganz normal, ich habe ja mir so ein paar Leisten gekauft hier, mit Dübeln sind das, also diese Buche-Leisten, Buche-Dübel, Rundleisten, Rundstab, keine Ahnung, wie das heißt. Irgendwie so, ich darf nicht so schnell reden, ich wollte auch dieses Jahr nicht so schnell reden, ne? So, dann werde ich mir mal zwei von abschneiden. Und zwar werde ich das jetzt so machen. Cm, du. Jetzt habe ich Herzinfarkt, meine Frau steht da. Oha. Ja, mein Engel. Ich habe die Tür zugemacht. Okay, mein Engel. Bis gleich. So, die habe ich jetzt ein bisschen länger gehabt. Wo wollte ich dich hin haben, Kollege? Nicht so hoch. Der da erstmal. So. Perfekt. Und der da. Meine Brille kaputt. So wollte ich das haben. Genau so. Was? Kann ich wegnehmen? Kann ich wieder hinpacken? Fällt runter oder so? Top. Echt top. Ne? Mega. Mega. So. Jetzt kommt der zweite Ding. Den hauen wir hier hin, irgendwo. Ich hatte noch hier so Testdinger. Hallo. So. Da. Und da. So, wie sieht der da aus? So top, oder? Könnte eventuell runterhängen, noch und tiefer. Ne? Ja, den hänge ich noch eine runter. Dann soll nicht so gedrungen aussehen. Top. Herrlich, herrlich. Jetzt will ich dann überlegen, wie ich das mache jetzt. Was kommt jetzt hier hin? Den Winkelschleifer. Ich hole euch hier mal hin. So, den Winkelschleifer. Das ist jetzt, wenn mir das nicht gefällt, kann ich immer wieder umstecken. So, dass das eigentlich schick aussieht, ne? Aber ich denke mal, der kommt hier hin. Oder so. Man soll auch Scheppach lesen können, ne? Oder so. Ach, können wir auch so machen, oder? Ja, können wir auch so. Haben wir noch Reste hier? Mega. Was habe ich gesagt? So. So und so. Der ist ein bisschen zu kurz. Das ist der. Ist genauso lang. Komm her hier, Kollege. Oh, den mal hier. So. So, kann die runterfallen und gar nichts, ne? Ich bin so happy. Wenn die aus dem Loch fallen, will ich nichts mehr denken, meine Lunge ist noch nicht in Ordnung. Oder Bronchien, wenn man dazu sagt. Ach, hier muss ich ja gucken. Was haben wir denn noch hier? Das machen wir genauso, würde ich sagen. Oder? Der kommt da hin.
und der kommt dahin. Könnte eventuell ein tiefer? Ja. Wir machen mal ganz kurz zwischendurch, nicht dass ihr meint, 10.000 Löcher, die sind nicht identisch, ne? Dass sie identisch sind, zeige ich euch jetzt mal. Das habe ich ja schon getestet. Ich kann zwar kein Deutsch, aber ich kann nicht aus dummes Dorf tun. So, hier. Wir haben ja diese kleine Zentrierspitzen, ne? Die kennt ihr ja für Dübeln, ne? Mit den Spitzen. Die werde ich jetzt einfach mal hier reinpacken. Ja? So. Dann nehmen wir ein Stück Brett. Wir nehmen mal diese hier, weil für die Zange, genau, die will ich für die Zange ja behalten. Die kommt später ja dahin, aber die mache ich jetzt noch nicht neu, sondern die will ich ja behalten. So, ich habe eine Mini-Wasserwaage hier gehabt. Hatte ich von Stabila, nee, von wem habe ich das nochmal gekriegt, ey? Ach, von Diktum. So war das. So, den packe ich da drauf. Ja, ein bisschen weiter auseinander, ne? Genau. So. So, jetzt habe ich natürlich die Markierung genau hier hinten drin. Jetzt geht Onkel Heini bei, nimmt sich einen Bohrer. Wo ist ein Bohrer? Da ist ein Bohrer. So, Augenmaß. Wo ist er denn? Ja. Ist noch nicht durchgekommen, ne? Aber die müssen wir eben leimen. Ne? Die leimen wir mal. Aber nehmen wir auch andere Dübel mal eben. Ein, zwei. Das soll halten. Und wenn nicht, mache ich dann neu. So, Leim. So. Den lege ich aber erstmal zur Seite. Das habe ich schon gerade sein jetzt, ne? Ist gerade. Die lasse ich einfach, da passt ja schon mal rein. Die lasse ich einfach so jetzt mal hart werden, die da hinten. Oder hier. Das passt jetzt schon, also. Und die Zentrierspitze nehme ich wieder raus und vergesse die nämlich. Und mache hier weiter. Das muss eben, wie gesagt, hart werden, wenn ich die Ränge rausziehe. Gleich habe ich die Dübel natürlich in Hand, ne? Du bleibst da. So, aber dann klappt. Ich habe das nämlich getestet und perfekt. Egal, wie ich es mache. Das ist der Heini-Klee, das ist kein French-Klee, das ist der Heini-Klee. Wo ist der Deckel geblieben? Da. So. Jetzt geht's weiter. Die Stichsäge, hier ist irgendwas entgegengekommen. Was ist das denn? Ach so, das Metall, boah, nee. Mal gucken, ob zwei reichen. Nee, zwei reichen nicht. Oh.
Oh, so reicht das schon fast. Wenn ich das so mache, so reicht das. Der kommt da drauf. Perfekt. Perfekt. Aber natürlich zu lang, vom kleineren hin habe ich nicht. Ach ja, ich wollte dann hier das schon Hardware lassen, aber ich habe gleich so ein Testding gehabt, ne? Wo ich die Dübel mit der Zentrierspitze auch gemacht habe. Und da kommt mein Hobel wieder drauf, so ein kleiner Hobel habe ich gehabt. Und zwar folgendes, guck mal jetzt genau hin. Egal wo, da, ne? Egal wo und welches Loch. Oder hochkantig. Das ist so genau, das passt überall. Ne? Und wenn da was Schweres drauf kommt, wie gesagt, unten eben gegen kontern, also mit einem Stück Brett oder so, ne? Aber ich habe das ja so gelöst mit Haken und hier kommen natürlich dann die ganzen Sachen drauf, ne? Wie Hobel oder so. Der kommt jetzt so. Wo ist mein Hobel? Hobel! Weg. Keine Ahnung. Was war das hier? Keine Ahnung. Das war das andere. Wasserwaage. Hier. Wasserwaage. Dübel. Ja. Ich habe den ganzen Sack Dübel gekauft. Boah, wenn ich den einfach jetzt mal. Zack. Zack. Ne, muss ein tiefer, da kommt die Blende vor. Und dann kann ich immer alles immer ändern, wie ich möchte. Ne? Ach, hier ist Hobel. Hier ist Hobel. Muss mal bearbeitet werden wieder. Ne? Der kommt da wieder hin. Meine Lieben, wie ihr seht, ist das fertig. Ich habe das eben fertig gemacht. Das Werkzeug so war ein bisschen hingehangen, nicht alles, ne? Ging ja nicht, weil jetzt hängen die Maschinen da. Und hier kommt es hier auch noch hin, ne? Dieses Lochband. Wie gesagt, über 2200 Löcher gebohrt. Meine schöne Sheppard 20 Volt Maschinen hängen jetzt alle da griffbereit. Kann ich einfach so nehmen, wie ich möchte, hinpacken, ne? Und ich kann alles umändern, wie ich möchte. Genauso dieses hier, meine Heineklied, Lochdübel Heineklied, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Komme ich jetzt in Wikipedia rein, du? Und, guck mal. Schön stramm ist auch nicht locker, dass das rauslutscht, ne? Und ich kann das hier, egal wo, ne? Kann ich überall hinhängen, weil die Löcher, egal wo, ich kann die alle, das passt, das ist, ne? Weil ein, zwei Leute haben damals gesagt, das wird dann verschoben, wenn man so auf Bord, nein, ich habe ja die Schablone gehabt mit meinen Hülse und perfekt. Einfach nur geil, wie ich mir das vorgestellt habe, ne? Warum hängst du schief? Du kannst nach Hause gehen, raus. Perfekt. Also mir gefällt das so sehr. Das sieht alles jetzt ordentlich aus. Hier muss ich mal gucken, dass hier Schraubstock kommt hier doch hin. Hier kommt keine Maschine mehr hin. Ne? Hier kommt Schraubstock und so alles hin. Die Ablagefläche so ein bisschen. Ne? Ach, ist das toll. Jetzt geht die Seite weiter. Und ich finde es einfach nur schick. Jetzt wird das da oben. Jetzt wird das da oben. Nur mit LED und die Blende davor, ne, dass hier eine indirekte Beleuchtung ist. Das Dach kommt irgendwann mal neu, das wollte ich auch nicht machen, aber jetzt, wo meine Lunge im Arsch ist, kann ich das schlecht machen. Das ist Asbest. Wie gesagt, ich kann es mir gleich auf den Friedhof bringen. Ne? Schön. Einfach nur geil. So, meine Lieben, ich hoffe, das hat euch gefallen und ich habe das so noch nicht gesehen. Klar, Lochwand ist keine neue Erfindung, aber dass das jemand, so wie ich jetzt, mit Hand 10, über 2000 und dann auch nochmal also über 4000 Löcher gemacht hat, das habe ich so noch nicht gesehen. Und auch mit dieses Umstecken alles so, mit den Dübeln habe ich so noch nicht gesehen. Ich, French Cleat ist geil, super System, aber ich persönlich mag das nicht. Ne? Also wie gesagt, das hat was, mag ich nicht leiden über die Leisten. Von daher ist praktisch ohne Ende, aber für mich ist da nichts. Und ich wollte das anders haben. Top. Ich finde es top. Ihr könnt in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet. Ne? Natürlich nicht gleich wieder Beleidigung, dass ich an den Kopf habe oder so, das ist nämlich gleich sowieso gelöscht. Weil gibt es ja manchmal solche Leute, ne? Aber wie ihr das findet, würde mich mal interessieren. Ne? Ist natürlich viel Arbeit gewesen, klar, aber nützt ja nichts. Ne? Werkstatt und da sitzt ja immer viel Arbeit drin. Ne? Also meine Lieben, ganz kurz nochmal eben. Für die Leute, die jetzt bis zu Ende angeguckt haben. Ne?
Firma Scheppach und ich möchten am Anfang März ist ja in Köln Eisenwarenmesse. Da geht es rund ums Werkstatt. Die ganzen namhaften Händler und die ganzen namhaften Händler nicht, sondern Hersteller und Maschinenhersteller, Werkzeughersteller sind da. Und da kostet so eine Eintrittskarte ca. 70 Euro. Und jetzt möchten wir ein Gewinnspiel machen. Und wie viel Karte man ungefähr bräuchte, wer Interesse hat. Ich habe Umfrage auch schon auf Instagram gestartet. Hat jemand von euch überhaupt Interesse, wenn er gewinnen würde, dahin zu gehen? Ne? Also jetzt Köln in diese Werkzeug-Eisenwarenmesse. Könnt ihr ja mal schreiben in den Kommentaren auch. Ne? Und dann würde ich, wenn da Interesse besteht, Gewinnspiel mit Scheppach, Gewinnspiel starten, dass wir ein paar Karten raushauen, dass ihr da hingehen könnt. Ne? Wie gesagt, diese Karte hat einen Wert von 70 Euro. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr schreiben. Und dann kann man ungefähr einschätzen, wie viele Karten wir verlosen wollen. Und was Firma Scheppach zur Verfügung stellt. Ne? Und hier könnt ihr ja gerne mal schreiben, da man ungefähr so eine Richtlinie hat. Ja? Also meine Lieben, wirklich freuen, wenn ihr mitmacht. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr das schreiben. Und bitte schreiben, wie ihr dieses hier findet. Könnt ihr nochmal gucken. Ach, das ist geil. Und wie gesagt, ich kann alles dann weghängen, wenn noch eine neue Maschine dazukommt von Scheppach. Kann ich da hin. Ach. So, ich gehe eine Runde heulen. Tschüss, Wochenende. Oh, in diesem Sinne, ab in die René.